Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es wieder ums Bewerten in Wayfarer. Dieses Mal endlich wieder am PC. Bedeutet auch, ich kann euch diesmal sagen, wie viele Bewertungen ich in meiner Abwesenheit denn so gemacht habe. Und zwar sind das 149 Bewertungen. In der Zeit habe ich mindestens ein Upgrade verdient. Das sollte theoretisch gut sein. Und ich bin wieder auf hervorragend. Hat sich also das Warten doch noch gelohnt. Also ich hatte dazwischen dann halt nicht mehr so viel Langeweile. In Berlin haben wir viel zu tun gehabt und deswegen habe ich nichts bewertet und bin wieder auf hervorragend gerutscht, nachträglich. Bin jetzt aktuell bei 33%, habe sogar noch ein Upgrade übrig. Wir schauen uns mal die Vorschläge an. Ah ne, Moment. Bevor wir zu den Vorschlägen kommen, möchte ich euch noch eine kleine Ankündigung zeigen. Niantic hat angekündigt, dass die Pokestop-Vorschlagefunktion in Pokémon Go eine Pause einlegen muss durch Wartungsarbeiten. Dies war am 11. August und wird wahrscheinlich eine Woche gehen, also bis 18. August, bis am Mittwoch. Niantic kündigt an, wenn es wieder live ist, haben sie noch nicht getan. Außerdem gibt es anscheinend auch ein paar Änderungen auf der Webseite. Und ich finde, ja, hier ist ein schwarzer Kreis drum. Das hier sieht alles etwas markanter aus, finde ich. Vielleicht hat das alles damit zu tun, dass sie das ändern wollten. So, ich habe es jetzt endlich geschafft. Übrigens, wenn wir schon gerade beim Pokestop-Vorschlagen sind, richtig, in Pokémon Go geht es gerade nicht, aber in Ingress geht es noch. Habe ich gerade eben getestet. Das hier ist auch hier gerade der Versuch. Werde ich nachher noch ein bisschen bearbeiten und dann auch das Upgrade drauf machen. Wenn das nicht aus Versehen sogar vorher passiert. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es geht nicht so schnell, weil ich muss noch ein bisschen was ändern. Die Beschreibung und das Ganze. Schauen wir mal an. Ich habe in Fetchau eine Post eingereicht. Die wurde abgelehnt. Ich habe geschrieben, die Post verbindet Menschen auf der ganzen Welt miteinander, deswegen ist es ein Wayspot. Aber ja, haben sie wohl nicht verstanden. Schade drum. Ich habe jetzt aber auch die Gründe gerade nicht parat, ob vielleicht andere Gründe es gegeben hat, dies abzulehnen. Aber naja, das hier wurde als Duplikat abgelehnt. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es gibt einen Sportplatz und auf einem Sportplatz gibt es halt einen Fußballplatz und vielleicht noch viele andere Sachen, ja. Aber ja, nur weil es einen Wayspot-Sportplatz gibt, wurde das hier abgelehnt, als Duplikat gekennzeichnet. Naja, von mir aus sollen sie es halt machen, dann kriegen sie halt keinen weiteren Wayspot. Das hier kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist ein Knotenpunkt mit einer Karte. Habe ich schon mehrere Wayspots gesehen, dass sowas angenommen wird. Das wurde abgelehnt. Alles Klärchen. Ihr mich auch. Unglaublich. Laut den Richtlinien ist ein Fahrradweg ein Wayspot. Hier geht es um den Knotenpunkt und die Karte und nicht um die grün-weißen Schilder. Habe ich auch dazu geschrieben, aber naja. Dann nicht. Aber alle anderen Sachen wurden angenommen. Zum Beispiel der Witze-Rundweg. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass sie das als Duplikat abstempeln. Ich glaube, es ist aber nicht ins Spiel gekommen, weil das war dann doch wieder nicht die 20 Meter. Ich habe ja das nur mit den Füßen quasi ausgemessen. Ich habe 20 Schritte weggemacht und ja, das hat wohl nicht gereicht. Den Spielplatz, keine Ahnung, ob der ins Spiel gekommen ist. Aber angenommen wurde er auf jeden Fall. Die Burgruine wurde angenommen. Da habe ich aber auch sehr viele Informationen dazu gehabt. Auf der Infotafel stand viel dazu. Und ja, ich hoffe, dass die auch irgendwie ins Spiel reingekommen ist. Dann dieses Wandbild ist durch. Das ist auf jeden Fall im Spiel. Das hier ist auch im Spiel, aber als Portal auf jeden Fall. Ja, man kann sogar hier das Wandbild sogar hier im Hintergrund sehen. Die drei sind Portale in Ingress, aber ich weiß nicht, ob sie später in Pokémon Go angenommen worden sind. Also auch dieses Wandbild wurde angenommen. Gut, ich glaube, das waren alle, oder? Ja, das waren alle.
Okay, das waren jetzt alle Vorschläge aus meinem Urlaub, den ich dort eingereicht habe. Kalau ist eine schöne Gegend, da kann man echt viel noch machen, wenn man möchte. Man muss nur hoffen, dass die Wayfinder das auch verstehen. Ich würde sagen, dann können wir jetzt so weitermachen mit dem Bewerten. Ich bin standorttechnisch in Ingres immer noch in Brandenburg, also in Kalau, wenn ich das richtig weiß. Und das hier wollte ich vorhin sagen, hier hat sich, glaube ich, auch was verändert. Hier diese Titelschrift ist, glaube ich, anders. Oder ich war zu lange nicht da. Mal sehen, wie das dann auch hier gleich mit den Sternen aussieht. Okay, na gut. Steakhouse Alte Mühle. Klasse Restaurant in Herne. Okay, und als Begründung? Danke. Schauen wir mal hier auf der Karte. Also auf der Karte ist das Restaurant nicht eingezeichnet. Zumindest hier in der Übersicht nicht. Mal gucken, ob das hier auch der Fall ist. Bisher sehe ich hier nichts. Ich glaube, es war das hier, 111. Das Satellitenbild. Kann ich jetzt nichts erkennen, nein. Okay. Ah, oh. Ist abgelaufen. ja. Ich habe, als ich die Aufnahme beginnen wollte, aus Versehen schon draufgeklickt. Und ja, jetzt war ich zu langsam. Na gut, dann müssen wir jetzt nochmal von vorne. Iserlohn. Oh. Iserlohn. Finde ich super. Ist in Nordrhein-Westfalen. Also ich bin gespannt, ob mein Standort noch in Ingres zählt, weil ich habe ja jetzt gerade eben den Wayspot eingereicht und ich weiß nicht, ob er dann den Standort aktualisiert. Burgberg, Österreich. Ist auf jeden Fall eine Infotafel. Okay, da kann man ja schon mal nichts gegen sagen. Was, Naturschutzgebiet? Ja gut, das, ja, Infotafel, ich sehe hier einen guten Weg. Ich hoffe, das geht ganz gut. Gut zu erreichen. Auf dem Umgebungsbild lässt sich leicht ein Haus im Hintergrund erkennen. Das sollte helfen, den Punkt auf der Karte besser zuordnen zu können. Dieses Haus da, das bisschen Haus, dadurch soll ich den Standort ermitteln können. Naja, also es ist auf jeden Fall ein Haus in der Nähe, ist ein guter Hinweis. Das finde ich schon. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Ich finde, die Sterne sehen anders aus. Sicherer Zugang, ja. So, gucken wir doch mal. Auf jeden Fall haben wir hier Wald, Waldweg und hier und da sind Häuser. Das könnte zumindest hinhauen. Finde ich jetzt nicht unwahrscheinlich. Also ja, ich gebe hier einfach mal 3 Sterne für den Standort. Aha, hier ist ein Aktualisierungsbutton. Wozu? Das ist auch neu, wenn ich das richtig weiß. Vielleicht, weil es man irgendwie schon was anderes angetippt hat. Hinweisschild natürlich. Also ich finde, da hat sich einiges verändert, doch. Doch, 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 auf jeden Fall. Was soll denn das hier? Das ist, denke ich mal, eine Art Testbild. Das ist eindeutig. Auch das hier, auch diese Vorschau von den Bildern. Früher war immer hier oben das X, jetzt ist da gar kein X mehr. Jetzt muss man einfach woanders hinklicken. Das ist auch, auch alles ganz neu. Ja. Das ist für mich kein Wandbild. Was auch immer das sein soll. Nee, sorry. Das passt ja gar nicht. Polen, das ist typisch, wenn man seinen Standort, wenn sein Spielstandort in Brandenburg oder Berlin, dann kriegt man oft polnische rein. Und nein, das erfüllt die Kriterien nicht. Ich würde es jetzt einfach mal blind wegschicken, ohne noch was da reinzuschreiben. So, was haben wir denn hier? Brakel. Schauen wir doch mal kurz, wo ist Brakel? Bei Paderborn, Bielefeld, Münster, schon wieder Nordrhein-Westfalen. Da ist ja mein Bonusstandort. Also, der Hund passt, ist okay. Der rote Hund, ja. Spielgerät, ja. Könnte aber hier mit diesem Spielplatz zusammenhängen. Kann das sein? Scrollen mal ganz, ganz tief da rein. Also der Spielplatz ist wirklich sehr nah vorhanden, wie man sehen kann.
Das schauen wir uns mal auf den Satellitenbildern genauer an. Aber hier, das haben sie viel zu klein gemacht. Das war auf dem Handy. Also auf dem Handy kann ich keinen Wayfarer mehr machen. Das Bild ist so klein, dass hier unten die Sachen, glaube ich, so groß sind, dass man hier von dem Bild überhaupt nichts mehr erkennen kann. Also das müssen sie sich nochmal anschauen. Also es ist definitiv so, hier haben wir einmal den Spielplatz und hier den Hund. Und cool. Ich kann auf dem Satellitenbild die anderen Wayspots nicht mehr sehen. War das schon vorher so? Kann sein, dass das vielleicht schon vorher so war. Ich kann also jetzt nicht mehr erkennen, wo das hier ist. Und ich kann auch nicht mehr erkennen, wie viele Meter das auseinander ist. Also, Duplikat. Das gehört zusammen. Funktioniert das jetzt auch nicht mehr? Ach so, doch so. Wie, ich kann nicht mehr auf das Bild drücken und dann auf Duplikat. Ah! Naja, gut. Wenn sie noch am Umbau sind, dann kann sich das ja noch ändern. Nee, also das finde ich ist zu nah beieinander. Das sollte man vielleicht anders machen. So, wo sind wir jetzt gelandet? Oranienbaum. Wörlitz. Aha. Okay, also Fußballfeld ist ein Wayspot. Das ist kein Thema. Das passt soweit. Es ist auch noch nicht vorhanden und auch nichts Ähnliches. Der Standort stimmt zu 100%. Ich finde den Standort aber nicht gut. Wir verschieben den etwas. Man sollte den Standort von einem Fußballplatz immer so legen, dass man den vom Weg aus erreichen kann und nicht mitten auf dem Spielfeld rumlaufen muss. Das ist unpraktisch zum Spielen. Sehr, sehr unpraktisch zum Spielen. So. Und das ist ein Fußballfeld. Gucken, ob sich hier was verändert hat. Fußballplatz. Ja, genau. Sportplatz, Fußballplatz. Ja, ist in Ordnung. Ja, hier hat sich auch was verändert. Hier kann man zum Beispiel auf X gehen oder hier auf aufklappen. Da geht einiges. Also Wahnsinn, was sich da verändert hat. Aber jetzt nichts Großartiges, wo man jetzt sagen muss, oh, jetzt macht das viel mehr Spaß. Jetzt das nicht unbedingt. Belgien. Was soll das sein? Ein Grenzstein ohne Tafel oder... Oh Gott, ey, das ist ja furchtbar klein. Das ist ja furchtbar klein. Wie soll ich denn das hier finden? Da, wenn man Pech hat, sieht man das hier nicht mal. Na, eigentlich müsste es aber auf der Seite sein. Das ist halt hier unten auf dem Boden sehr, sehr schlecht. Ich finde, das ist viel zu klein und unwahrscheinlich. Also ein großer Grenzstein gerne, aber nicht so ein kleiner. Den findet man doch überall. Also, abgelehnt, zu klein. Ja, das hat sich auch verändert. Einiges hat sich hier verändert. Sehr, sehr interessant. Na komm schon. Mach hinne. Yay. So, was? Wolkerei und Wohnhaus. Ja gut, da steht das als Wandbild. Okay. Das soll... Was soll das denn hier? Warum zoomt ihr so weit raus? Da, da oder da? Ja, nee, ist klar. Leipziger Straße. Kein Street View? Nein, kein Street View, schade. Hier muss man, glaube ich, nämlich reinziehen vorher. Nummer 3. Wir gehen mal auf Google Maps. Wir sind da. Nummer 3. Also Haus Nummer 3 ist eigentlich das hier mit dem grauen Dach. Wir gehen zurück und stellen fest, nicht einer von diesen Standorten ist der eigentliche Standort. Achso, sage ich gar nichts. Ich wähle hier gar keinen aus, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen uns hier veräppeln. Wandbild würde ich das mal betiteln. Oh, das ist ganz anders und ganz schnell. Interessant. Tschechien. Okay.
Ja, abgelehnt, ne? Ich denke mal, das ist eindeutig. Ein Verteilerkasten nur mit Blitzen drauf. Ja, davon gibt es überall. Kannst du als Massenproduktion abstempeln. Massenproduktion absenden. So, wieder Polen. Ich denke, ich werde in der nächsten Folge dann auch den Standort wieder wechseln. Ich muss dann einfach nur in Ingress ein Portal hacken und dann geht es eigentlich wieder. Ja, das ist okay. Das wird, glaube ich, oft angenommen. Solche Sachen. Mann, das ist ein Umgebungsfoto. Ey. Das ist ja mal bös weit weg. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es dort ist. Das passt schon. Historisch-kulturell, optisch einzigartig, sicherer Zugang. Ja, kann ich das hier vielleicht nochmal erkennen? Wenn wir schon mal beim Street View sind. Nicht wirklich. Hätte ich jetzt aber hier eigentlich schon erwartet, dass ich das hier sehen kann. Nicht, dass sie die Dinger weggemacht haben. Aber anscheinend komme ich da nicht hin. Was kann ich denn noch hier sehen? Vielleicht bin ich auch ganz falsch. Nee. Ich sehe hier gar nichts. Vielleicht bin ich ja auch verkehrt. So, gehen wir mal hier rein. Viele Häuser. Okay. Nee, da kann ich auch nichts erkennen. Oh, dass das so schmal ist. Warum habt ihr das geändert? Ah, ist das doof. Nee, damit kann ich nichts anfangen. Ich kann den Standort nicht erkennen. Nicht wirklich. Oder? Nee. Ich habe das Gefühl, dass der Standort gefälscht ist. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, dann sage ich auch, nö, dann kann ich den Ort halt nicht bestimmen. Absenden weiter. Darauf, dass ich dann gleich wieder bei gut lande, ne? Oh, was haben wir denn hier? 9 Göner. Ein Wandbild mit 2 Fischen. Könnte aber privat sein. Werden wir ja noch sehen. Ja, Umgebungsfoto beweist uns das quasi ja schon. Weil auf dem Umgebungsfoto sehe ich den Kandidaten nicht und das spricht immer sehr dafür, dass es auf Privatgelände ist und dass derjenige das nicht nochmal von der Ferne fotografieren wollte. Schade. Achso, wir gucken mal kurz, wo das ist. Das liegt bei Leipzig. Genau, das haut ungefähr hin. Ne? Karlau. Karlau müsste hier zwischen, glaube ich, sein. Ja, hier müsste irgendwo Karlau sein. Hier ist Fetschau. Genau, dann ist Karlau da ganz in der Nähe. Da ist mein Spielort aktuell und deswegen, zumindest Ingress noch, und deswegen kriege ich das hier vorgeschlagen. Okay. Die Fische sind wahrscheinlich privater Natur, also privates Wohngelände absenden. Wir machen heute ein bisschen länger, weil ich dieses Video auch wieder als Premiere wieder einschalten möchte, damit wir mal ein bisschen zusammen chatten können, also nicht wundern. Ein Spielplatz, der überdacht ist, ja, warum nicht? Ich glaube nicht, dass es privat ist in Polen. Dass dieses Schild hier sagt mir, dass das öffentlich ist. Das passt soweit. Auch wenn das jetzt halt irgendwie von oben nach unten fotografiert worden ist, also irgendwie aus einem Haus raus. Hat sich da jemand nicht rausgetraut oder was ist da los? Aber gut, ich denke mal, das wird schon irgendwie gehen. Ja, irgendwie gehen, aber... Das Satellitenbild ist aber uralt, oder? Ich habe das Gefühl, das Satellitenbild ist steinalt. Wie soll ich das? Nee, das ist so weit weg. Ich kann da nicht durchgucken. Ich kann den Standort leider nicht finden. Das ist alles zu neu. Da muss man ein bisschen mehr für tun. 360 Grad Bild wäre ganz sehr, sehr gut. So. Was soll das denn? Merseburg.
Das sieht privat aus und das Bild wurde bearbeitet und das entspricht den Kriterien nicht. Selbst das Umgebungsbild ist so gemacht worden. Das sieht cool aus, ja, du. Genau, klar. Ja, man kann auf dem Umgebungsbild auch nicht erkennen, wo es ist. Also würde ich vielleicht sogar bei der Fotoqualität erstmal reingehen. Verwende diese Option für Vorschläge, bei denen das Foto von einem Drittanbieter stammt oder kein Original ist. Ja, ich würde sagen, das entspricht doch quasi, dass es kein Original ist, weil es ist bearbeitet worden. Und damit senden wir das ab. Dann haben wir hier eine Infotafel in Osterode am Harz. Okay, ja, schön. Das sieht gut aus. Auch das Umgebungsfoto ist gut. Ich brauche zu einer Infotafel nicht besonders viel. Also das, den ganzen Text, den könnte man sich aus meiner Sicht sogar sparen können. Keine Wayspots in der Nähe, krass. Historisch, kulturell ja, optisch einzigartig jawohl und sicherer Zugang auch. Ob es jetzt wirklich dort steht, kann ich nicht sagen. 3 Sterne dafür. Das ist natürlich ein Hinweisschild. Schön, dass du das nicht weißt. Der Algorithmus ist wohl schlechter geworden, würde ich fast meinen. Hinweisschild. Okay. Jetzt wollten wir aber noch mal kurz gucken. Wo ist denn das? In Deutschland. Boah, in der Mitte. In der Mitte. Bei Braunschweig und Göttingen. Obwohl mein Spielort hier hinten ist und mein Bonusort hier, hat er das da gewählt. Okay, ja, warum nicht? Ist in Ordnung, finde ich. Wäre okay. Und schließlich kriegt man ja auch noch Polen und Tschechien. Ja, warum eigentlich Tschechien? Naja. Absetzen. Okay, jetzt machen wir mal langsam Schluss, ne? Grüne Meile. Marienberg? Marienberg. Ja gut, das können wir ablehnen, aber wir schauen mal kurz, wo das ist. Naja, bei Dresden. Naja, bei Freiberg. Dresden, Chemnitz. Ja, das passt schon. Ist okay. Aber leider Naturmerkmal. Hier haben wir den Ablehnungsgrund Naturmerkmal und tschüss. Achso, ich wollte aufhören. Ich krieg das immer nicht hin, das mit dem Aufhören. Na komm schon. Er mag mich nicht, okay. Nochmal, Rondell Rauen. In Rauen. Kommt mir bekannt vor, Rauen? Muss mal kurz gucken. Fürstwalde Spree. Eher bei Frankfurt Oder. Okay. Ich dachte, das wäre ganz, aber ne, sehr nah an Berlin. Sehr nah an Berlin. Aber das ist ein Naturmerkmal. So, nochmal. Und diesmal senden und Bewertung beenden. Jetzt werde ich wieder in Showcase geworfen, theoretisch. Die Seite ist aber langsam heute. Na komm. Okay, dann können wir uns den Showcase ganz kurz angucken. Klar, Infotafel passt. Quasi auch eine Infotafel. Und natürlich ein Pavillon. Solange der Pavillon nicht privat ist, geht sowas auch. Wunderbar. Schauen wir doch mal. 33%. Boah. Aus 33% wurden jetzt einfach 38%. Das sind 5% mehr als vorhin. Und hier könnt ihr sehen, wie viele Bewertungen es denn eigentlich geworden ist. Über 10 waren es auf jeden Fall. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr da wart und dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert ihr meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Wie zum Beispiel mein Twitch oder mein Discord-Server. Bis zum nächsten Mal. Batsch!